Ich erlaube mir einen historischen Diskurs, frei von jeder politischen Korrektheit, aber immer auf den mir bekannten Fakten fußend. Natürlich ist die Auswahl der Fakten subjektiv, aber meine Auswahl soll ein Defizit in der Geschichtsbetrachtung der BRD zumindest punktuell ausfüllen. Die von Geschichtsforschern, Staatsanwälten und maßlosen Justizministern vorgegeben wird. Politische Korrektheit ist der erste Schritt zur Unterwerfung. Die angeblich korrekte Sprache dient der Diffamierung, Ausgrenzung, ja Verfolgung Andersdenkender, wie sie die Lügenpresse täglich praktiziert. Politische Korrektheit ist Ausdruck von Meinungsterror, von Diktatur. Es ist mir eine Freude, heute auf einen deutschen Philosophen zu verweisen, der vor gut 200 Jahren, am 8. Mai 1818, geboren wurde, nicht weit von hier am Niederrhein, in Trier, und der, wie ich finde, zu Unrecht heute missachtet wird, dessen analytische Fähigkeiten zu Unrecht missachtet werden. Karl Marx hat nämlich schon aufgezeigt, dass die herrschende Ideologie, also jenes, was Lügenfunk und Hetzpresse von sich geben, die Ideologie der herrschenden Klasse ist. Die Lügenpresse ist Merkels Sprachrohr, kann aber auch zum Fallbeil für sie werden, wenn Goldman Sachs, BlackRock oder Rothschild das als hilfreich für ihre Pläne erachten. Nun aber zum Thema. George Friedman hat am 4. Februar 2015, also vor gut einem Jahr, bei einem Vortrag vor dem Chicago Council on Global Affairs die geostrategischen Schwerpunkte der USA benannt. Seine Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Ebenso wie das Handeln der USA gegenüber der, wie Friedman und so viele angloamerikanischen Geopolitiker es vor ihm bezeichneten, der deutschen Frage. Wortlaut Friedman: Das primäre Interesse der USA seit einem Jahrhundert, wir kämpften Kriege, den Ersten, Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg, gilt den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Denn vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Und das Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass das nicht passiert. Wer ist dieser George Friedman? Ein Wichtigtuer oder gar ein Verschwörungstheoretiker? So kann man das wohl nicht sagen. Dafür zahlen die westlichen Regierungen, einschließlich des Weißen Hauses und des Kanzleramtes, zu viel Geld für seine Expertisen, Analysen und Konfliktszenarien. Man kann ihn wohl zutreffend als Schreibtischtäter bezeichnen, dessen Wort internationale Politik beeinflusst. George Friedman stammt aus Ungarn, ist wie George Soros ein Jude, lehrte 2 Jahrzehnte als Professor für Politikwissenschaft am Dickinson College in Pennsylvania. Während dieser Zeit schulte er Kommandeure der US-Streitkräfte, des US Army War College, der National Defense University und der renommierten RAND Corporation in Fragen der Sicherheit und nationalen Verteidigung, bevor er 1996 vermutlich im Auftrage der CIA Stratfor gründete. Hören wir aber nochmal in seinen Chicagoer Vortrag hinein. Wenn deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischer Arbeitskraft und russischen Ressourcen kooperiert, wäre das eine existenzielle Bedrohung für die USA. Dies sei die einzige Kombination, die die USA seit einem Jahrhundert zu verhindern versuchten. So Friedman und fügte hinzu, dies geschehe aktuell mit einer geopolitischen Linie zwischen dem Baltikum und dem Schwarzen Meer, bestehend aus proamerikanischen Staaten, die Deutschland und Russland geografisch und politisch voneinander trennen würden. Aus demselben Stratfor-Style kommt auch der US-Amerikaner Robert Kaplan, der von März 2012 bis Dezember 2014 geopolitischer Chefanalyst, bei Stratfor war und heute unter anderem Senior Fellow am Center for a New American Security in Washington D.C. Was ließ er die Leser der Tageszeitung Die Welt am 7. Februar 2016 wissen? Deutschland, sagt man, ist zu groß für Europa und zu klein für die Welt. Wegen seiner Größe, seiner Wirtschaftsdynamik und seiner Lage zwischen Ost und West kann es gar nicht anders als die wichtigste Nation Europas sein. Aber es hat nicht das Zeug zur Weltmacht. Seine Aufgabe ist die Führung Europas
unter konstruktiver Einhegung durch die Vereinigten Staaten. Nach seiner Meinung der bedeutendste deutsche Politiker der Neuzeit war Adenauer. Er hat klar verstanden, dass Deutschlands Platz in einem westlichen europäischen Koordinatensystem liegt. So lautet das höchste Lob für den Spalterkanzler aus US-Mund. Sprechen wir Klartext, dann bedeutet Kaplans Analyse nichts anderes, als dass die von den USA zugeteilte Rolle der BRD die des Wadenbeißers in Europa ist. Kaplan nennt das US-Besatzungsregime blumig konstruktive Einhegung. Manch einer wird sich nun fragen, was hat das mit dem Untergang der DDR zu tun? An dieser Problematik wird das Dilemma deutscher Politik sichtbar. Uns, damit meine ich nicht nur die gegenwärtige BRD-Führung, ich meine damit unsere Volksgemeinschaft als Ganzes, fehlt das Langzeitdenken, die strategische Ausrichtung über Generationen, die die Politik der Feindstaaten Deutschlands charakterisiert. Da gibt die BRD Millionen D-Mark für das deutsch-französische Jugendwerk aus, um die kommenden Generationen für ein friedliches Zusammenleben zu inspirieren. Und der französische Präsident Mitterrand erklärt im Zuge des Vereinigungsprozesses 89-90, dass er eine Allianz wie vor dem Ersten Weltkrieg gegen Deutschland schmieden werde. Zum Ausgang des 20. Jahrhunderts droht ein französischer Präsident der deutschen Regierung mit Krieg, wenn sie nicht das tut, was man von ihr in Paris verlangt. Und ein Lech Walesa, der als Führer der polnischen Oppositionsbewegung Solidarność massive finanzielle und materielle Unterstützung seitens Westdeutschland erhalten hatte, tat seinem deutschen Hass 1990 keinen Zwang an. Sollte das vereinte Deutschland Forderungen hinsichtlich der von Polen okkupierten Gebiete stellen, dann gäbe es die erforderlichen militärischen Mittel, um Deutschland von der Landkarte auszulöschen. Das sind die Worte eines Friedensnobelpreisträgers. Da staunt der deutsche Laie, und der gut dotierte, um nicht zu sagen korrumpierte, bundesdeutsche Experte hat schnell die Lösung für die Kriegsdrohung, die so an Polens Haltung wie im Sommer 1939 erinnert, parat. Schuld ist natürlich Adolf Hitler. Wer könnte es sonst in der geschichtsvergessenen BRD sein? In Deutschland haben seit dem Ersten Weltkrieg drei, in der DDR viermal radikale Umbrüche stattgefunden, in denen Teile oder in Gänze das Führungspersonal ausgetauscht wurde. Und nun schauen wir auf England und die USA. Das Weltmachtstreben zieht sich wie ein roter Faden durch ihre jüngere Geschichte. Damals wie heute sind die angloamerikanischen Geopolitiker von der Herzlandtheorie des Briten Halford McKinder inspiriert. Was beinhaltet diese? Nach McKinder umfasst das Herzland den europäischen Teil Russlands sowie Westsibirien und reicht im Süden bis ans Kaspische und Schwarze Meer. Für Seemächte wie Großbritannien, die damalige Weltmacht, sei das Herzland uneinnehmbar. McKinders Herzlandtheorie beinhaltet noch ein zweites Element, den inneren Halbmond. Dieser innere Halbmond erstreckt sich von Europa über Nordafrika, den Nahen und Mittleren Osten bis nach Indien und China und dient dem Herzland als Vorfeld. McKinder kam zu dem Schluss, wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Herzland, wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Nach McKinders Paradigma umfasst diese die eurasische Landmasse zuzüglich Afrika und wer über die Weltinsel herrscht, herrscht über die Welt. Was ergab sich daraus für die praktische angloamerikanische Politik zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert? Das uneinnehmbare Herzland durfte auf keinen Fall mit dem zum inneren Halbmond zählenden wirtschaftlich wie technisch-wissenschaftlich fortschrittlichsten Land, dem Deutschen Reich, eine Allianz bilden. Dies würde eine existenzielle Bedrohung für die britische Vorherrschaft auf der Welt bedeuten. McKinders Vorstellungen trugen wesentlich dazu bei, dass England nichts unversucht ließ, um die von Bismarck so gepflegten deutsch-russischen Beziehungen aufzubrechen und ein englisch-russisches Bündnis aufzubauen. Dieser britisch-russische Pakt war die Umsetzung von McKinders Strategie und führte zielgerichtet zur Vernichtung des Deutschen Kaiserreiches. Bezeichnend auch der Kriegseintritt der USA.
die damit ihren Anspruch als Weltmacht manifestierten. Selbst ein zwielichtiger US-Politiker wie Henry Kissinger hat auf den Zusammenhang zwischen der Kriegserklärung der USA von 1917 und den Rüstungskonzernen verwiesen. 1935 veröffentlichte ein Sonderausschuss des Senats der USA unter dem Vorsatz von Gerald Nye einen 1400 Seiten starken Bericht, der zu dem Schluss kam, die Verantwortung für den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten liege allein bei der Rüstungsindustrie. Zitat von Kissinger. Und man darf auch nicht übersehen, dass 1915 Lord Reading für die englische Regierung zum Ankauf von Waffen und Kriegsausrüstungen eine Anleihe auf 100 Millionen Pfund aufnahm. Und Frankreich verschuldete sich ebenfalls für Waffenkäufe in den USA in hohem Maße. Es ging also um sehr viel Geld, das man verlieren oder Profite bei einer Niederlage Deutschlands gewinnen konnte. Es dürfte nicht schwer sein, sich auszurechnen, wofür sich die Plutokraten entschieden haben. Man befand sich auf dem Highway zur Macht. Mit dem Ersten Weltkrieg wurden Flöcke eingeschlagen. Mit dem das Versailler Diktat erklärte jene Macht, die bis 5:05 den Kriegsausbruch zu verhindern suchte, zum alleinigen Kriegsverursacher, den man nun auf europäisches Mittelmaß zurückstutzen wollte. Posen und große Teile Westpreußens, das ostpreußische Soldau, das Memelland, Oberschlesien, das Hultschiner Land und das Sudetengebiet, Elsass und Lothringen, Eupen und Malmedy, Nordschleswig. Die deutsche Stadt Danzig wurde zum Freistaat erklärt. Zusammen mit Besetzungen des Ruhrgebiets und eine unerträgliche Reparationslast zielte dieses Diktat eindeutig darauf, Deutschland auf Kleinstaatniveau zurückzustutzen und es als wirtschaftlichen Konkurrenten auszuschalten. Allen Beteiligten war klar, dass Deutschland daran zerbrechen würde oder, wie von den Angloamerikanern erwünscht, es einen neuen Krieg geben würde. Knapp 4 Millionen Reichsdeutsche lebten nach dem Versailler Diktat außerhalb der Reichsgrenze. Für sie gab es keine Willkommenskomitees und keine in zig Sprachen gefertigte Aufklärungsschriften über den Analverkehr, gewissermaßen als Einladung einer schwachsinnigen Regierung zur Vergewaltigung deutscher Frauen und Mädchen. Nein, die Deutschen wurden drangsaliert und diskriminiert. Ihre Schulen wurden geschlossen, die vielen Familien vielfach von ihrem seit Generationen kultiviertem Land vertrieben. Gut 13 Jahre dauerte dieser Nachkriegsfeldzug gegen Deutschland, bis ein auf das Blut ausgepresstes Volk aufstand und eine neue Ordnung errichtete. Und so soll es uns nicht verwundern, wenn es auch gern verschwiegen wird, dass Winston Churchill schon 1934 in einem Gespräch mit dem früheren Reichskanzler Brüning diesen wissen ließ, dass die Welt noch immer ein Schlachtfeld sei und die Existenz Englands darauf beruhe, dass keine andere Nation zu stark werden würde. Dies sei eben das Grundproblem mit Deutschland. Deshalb, Deutschland muss wieder besiegt werden. Im Hintergrund hatten die USA schon die Weichen für einen neuen Krieg gegen Deutschland gestellt. Einflussreiche Kreise um Präsident Roosevelt begann unmittelbar nach der Amtsübernahme Adolf Hitlers das Deutsche Reich als mit dem vermeintlich größeren Wirtschaftspotenzial zielgerichtet aus dem Hintergrund zu bekämpfen. George Messerschmitt, 1934 an der US-Botschaft in Berlin, spann dazu seine Fäden und als US-Botschafter 36 in Österreich erklärte er anlässlich einer Begegnung mit dem früheren Reichskanzler Wirth, der sich ebenfalls in Opposition zu den Nationalsozialisten befand, also Zitat, er, Messerschmitt, sei mit Plänen beschäftigt, um Hitler von außen her zu stürzen. Der polnische Botschafter in Washington, Graf Jerzy Potocki, telegrafierte am 9. Januar 1939 seinem Außenminister Beck, welche Strategie die USA für einen Krieg gegen Deutschland verfolgte. So berichtete er von einem Kreis einflussreicher Personen, die den herrschenden Hass immer neu schüren gegen alles, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt. Sie wollen, dass der Präsident zum Vorkämpfer wird der Religions- und Wortfreiheit und er soll in Zukunft Unruhestifter bestrafen. Was lief da eigentlich ab? Hitler wollte den Ausgleich mit Polen und entwickelte Ende 38, Anfang 39
für die polnische Seite sehr entgegenkommende Vorschläge. So würde er den vom Versailler Diktat erzwungenen polnischen Korridor, den angeblichen Zugang zum Meer und alle weiteren Gebietsgewinne Polens, Teile Schlesiens und Ostpreußens vertraglich garantieren, wenn im Gegenzug dafür die freie Stadt Danzig wieder Bestandteil. Oh ja, als Putin-Versteher möchte ich jetzt ein Wasser, eigentlich würde ich ja lieber ein Wässerchen, ein Wodka, aber lieber ein Wasser. Oder zum Wohl. 90 Jahre. Er würde diese Gebietsgewinne garantieren, wenn im Gegenzug dafür die freie Stadt Danzig wieder Bestandteil des Deutschen Reiches und eine exterritoriale Autobahn und Zugverbindung das Reich mit Ostpreußen verbinden würde. Doch Polen hatte keinerlei Interesse an diesen Vorschlägen, denn aus Washington, London und Paris meldeten seine Diplomaten, dass die USA den Krieg gegen Deutschland suchten und Polen im Falle eines Krieges erneut mächtige Landgewinne für sich vereinnahmen könnte. So setzte William Bullitt, der im US-Außenministerium zeitweise auch als Botschafter in Sowjetrussland und Frankreich tätig war, Mitte Januar den polnischen Botschafter über Präsident Roosevelts Strategie gegenüber Deutschland in Kenntnis. In Potockis Bericht an Außenminister Beck heißt es, Roosevelt wird scharf und unzweideutig die totalitären Staaten verurteilt. Kriegsvorbereitungen werden beschleunigt und eine Summe von 1,25 Milliarden US-Dollar dafür eingesetzt. Drittens, entschieden verlangt Roosevelt, dass Frankreich und England jeden Kompromiss mit den Totalstaaten ein Ende mache. Viertens, Zusicherung, dass USA bereit sind, im Falle eines Krieges aktiv auf Seiten Englands und Frankreichs einzugreifen. USA bereit, ihr gesamtes Material an Finanzen und Rohstoffen zu ihrer Verfügung zu stellen. Soweit aus dem Bericht von Potocki. Hier wird deutlich, dass für die USA der Krieg gegen Deutschland längst beschlossene Sache war. Zugleich setzten die angloamerikanischen Kriegstreiber alles daran, mit Fehlinformationen und gezielt gestreuten Lügengeschichten über einen deutschen Angriff auf die Sowjetunion Russland in einen Krieg gegen Deutschland einzubinden und Mütterchen Russland möglichst die Hauptlast aufzubürden. Deshalb erklärte der ehemalige englische Marineminister Duff Cupper am 7. Dezember 1938 bei einem Vortrag in Paris die bolschewistische Diktatur mit den folgenden Worten: Die Sowjetunion werde stets auf der Hut der Demokratie sein. Winston Churchill legte noch eins drauf und erklärte im Mai 1939 in der britischen Unterhausdebatte: Es gibt kein anderes Mittel, die Ostfront zu halten, als die aktive Mitwirkung Russlands. In Moskau des Jahres 1939 wurden die angloamerikanischen Manöver und der aggressive Kurs Polens gegen Deutschland mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Stalin wurden gefälschte Dokumente zugespielt, wie etwa eine angebliche Haider-Rede, die letztendlich Deutschlands Absichten belegen sollten, einen Krieg gegen Russland zu planen. Doch Josef Stalin durchschaute glasklar, welches Spiel betrieben wurde, und erklärte auf dem 18. Parteitag der KPdSU im März 1939, dass, ich zitiere, das Geschrei in der britischen und französischen und amerikanischen Presse ist charakteristisch. Es sieht so aus, als ob der Zweck dieses verdächtigen Geschreis war, die Sowjetunion gegen Deutschland aufzustacheln, die Atmosphäre zu vergiften und einen Konflikt mit Deutschland und der Sowjetunion ohne einen ersichtlichen Grund hervorzubringen. Wie bewertet Russland heute diesen deutsch-russischen Friedenspakt? Laut einem Fokusbericht vom November 14, 2014 hat der russische Präsident eine interessante Feststellung getroffen. Vor jungen russischen Historikern sagte Putin, ernsthafte Untersuchungen haben gezeigt, dass solche Methoden eben Teil der damaligen Außenpolitik waren. Die Sowjetunion unterschrieb einen Nichtsangriffspakt mit Deutschland. Sie sagen, wie schlimm, aber was ist falsch daran, dass die Sowjetunion nicht kämpfen wollte? Was ist falsch daran? Soweit das Zitat. Für die deutsche Seite war dieser Nichtsangriffspakt ein Befreiungsschlag. Roosevelt und die Kreise um Churchill war der zweite Zangenarm zur Erdrosselung des Deutschen Reiches verloren gegangen. Dr. Paul Schmidt, Chefdolmetscher und bei vielen vertraulichen Gesprächen auf höchster Ebene als Protokollführer, gewissermaßen das Gedächtnis der Politiker, begleitete Ribbentrop auch 1939 auf der Reise nach Moskau.
Er beschrieb die weit verbreitete Erwartung der Deutschen an ein deutsch-sowjetisches Abkommen sehr anschaulich. Es herrschte damals in Berlin und wohl auch in ganz Deutschland ein Gefühl der Erleichterung. Man glaubte, dass durch eine deutsch-sowjetische Einigung, wie sie dieser Besuch einzuleiten schien, die drohende Kriegsgefahr behoben würde. Herrschte doch allgemein die Ansicht vor, dass damit die Einkreisung Deutschlands durchbrochen sei. Soweit Dr. Schmidt. Axel Freiherr von Freitag Loringhoven hat in seinem Buch Deutschlands Außenpolitik 1933 bis 40 eine, wie ich finde, sehr treffende Einschätzung für den deutsch-sowjetischen Friedenspakt gegeben. Für Deutschland wiederum bedeutet diese Verständigung das Scheitern der englischen Einkreisungspläne und es war denkbar, dass England und Polen daraufhin auf den gegen Deutschland vorbereiteten Krieg verzichten. Beharrten sie aber auf ihren Absichten, so ergab sich, wenn Russland an ihrer Front ausschied, eine unvergleichlich günstigere Lage, als wenn sich die Koalition des Weltkrieges, gemeint ist der Erste Weltkrieg, wiederholt hätte. Soweit das Zitat. War der deutsch-sowjetische Vertrag eine Bedrohung für den Frieden? Der polnische Botschafter in Moskau, Wacław Krywowski, sah noch am 24. August 1939, am Tag nach der Unterzeichnung des Nichtangriffsvertrages, darin keine Bedrohung Polens von Seiten der Sowjetunion. Was Deutschland betraf, so war sich die polnische Führung sicher, dass bei einem Kriegsausbruch die deutsche Wehrmachtsführung putschen, Streiks ausbrechen und englische Flieger sofort mit der Bombardierung deutscher Städte und Werke beginnen würden. Über Letzteres berichtete der polnische Rundfunk dann auch ebenso wahrheitswidrig wie über den siegreichen Vormarsch der eigenen Truppen in den ersten Septembertagen des Jahres 1939. Die russische Pravda sieht deshalb als Ursache des Kriegsausbruches die polnische Haltung. In einem umfangreichen Beitrag vom Juli 2009 bewertete sie den Ausbruch der europäischen Katastrophe wie folgt. Im Jahre 1939 erklärte der polnische Regierungschef Rydz Miglij und Ex-Präsident Ignaz Mosicki, Polen will den Krieg mit Deutschland und Deutschland wird nicht in der Lage sein, dies zu verhindern, selbst wenn man das will. Und die Pravda erläuterte mit handfesten Fakten, wie die polnische Seite mit Überfällen auf Dörfer im Danziger Umland sowie vielfältige Militäraktionen den Krieg provozierte, von dem Polens Führung annahm, wie die Pravda schreibt, ihn in 3 Tagen zu gewinnen. Die russische Seite bestätigt einen Überfall als Auslöser des Zweiten Weltkrieges. Bemerkenswerterweise tauschen aus russischer Sicht Opfer und Täter die Rollen. Ein Sakrileg politischer Korrektheit. Wie wir alle wissen, hat dieser Nichtangriffspakt den Weltkrieg nicht verhindern können. Am 29. März 1939 berichtete der polnische Botschafter an seinen Außenminister von einem Gespräch mit dem US-Kollegen, der ihm gewissermaßen eine Blankovollmacht für einen Krieg gegen Deutschland gegeben habe. US-Botschafter Kennedy habe sich überzeugt gezeigt, dass, sollte sich Polen zum bewaffneten Widerstand gegen Deutschland entschließen, es dann England nach sich ziehen würde. 2 Tage später war es offiziell. Ende März verkündete Chamberlain die bedingungslose Allianz mit Polen, die auch für den Fall des polnischen Angriffs auf Deutschland oder die Besetzung der freien Stadt Danzig durch Polen galt. Wer löste den Zweiten Weltkrieg aus? Die Aussage von Premier Chamberlain gegen US-Botschafter Kennedy lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Amerika, gemeint sind die USA, und die Weltjuden haben England 1939 in den Krieg gezwungen. Und Winston Churchill wies in seinen Memoiren auf die wahren Kriegsverursacher hin. Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte. Jedenfalls gelang es den interessierten Kreisen aus den USA und England, einen Keil zwischen der UdSSR und dem Reich zu treiben und mit dem sowjetischen Kriegseintritt Deutschlands Schicksal durch den Zwei-Fronten-Krieg zu besiegeln. Der bereits zitierte Geostratege Friedman hat die damalige US-Strategie mit der Politik Englands verglichen. Der Weg, den die Briten beschritten haben, war dafür zu sorgen, dass sich die Europäer gegenseitig an die Gurgel gehen.
Und Friedman weist in seinem Buch die nächsten 100 Jahre darauf hin, dass die USA als neue Weltmacht aus dem Ersten Weltkrieg hervorgingen und in Europa eine Zweitbombe zurückgelassen hatten. Diese Zweitbombe war der Friedensvertrag von Versailles. Als der Zweite Weltkrieg dank massiver US-Unterstützung und massivster Drohpolitik Englands und Polens gegen Deutschland wieder aufflammte, stellten die USA sicher, dass der Krieg, noch immer Friedman, dass der Krieg nicht mit einem deutschen Sieg endete. Den Preis, den die Engländer dafür zahlen mussten, sie übergaben fast sämtliche ihre Marinestützpunkte in der westlichen Hemisphäre an die USA. Diese erhielten den Schlüssel zum Nordatlantik, Europas Tor zur Welt. Damit waren die USA aus einer Weltmacht am Ende des Ersten Weltkrieges zur dominierenden Weltmacht geworden. Denn für das vorkosmische Zeitalter galt, wer die Weltmeere kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte den USA McCandlers Riesenkeil zwischen der UdSSR und dem besetzten Deutschland, doch war dieser Keil östlich der Elbe in sowjetischer Hand. Unmittelbar, nachdem die deutsche Wehrmacht kapituliert hatte und die Siegermächte darüber feilschten, welches Stück vom Schwein, um es mit Churchill zu sagen, jeder erhielt, zeigte der US-Schlächter sein neuestes Werkzeug. Er zündete Atombomben über japanische Städte, Bomben, die nach Überzeugung von Wissenschaftlern in Deutschland produziert worden waren und deren Einsatz Hitler aus menschlichen Gründen verboten hatte. Die selbsternannten Verteidiger von Freiheit und Menschlichkeit kannten diesen Skrupel nicht, um so, wieder mit Churchill gesprochen, auch dem anderen Schwein das Fürchten zu lehren. Wie verlogen die gesamte Kriegsführung der Angloamerikaner war, zeigt auch der Brief Churchills an Senator Henry Stiles Bridge, in dem er diesen eindringlich bat, US-Präsident Harry Truman von der Notwendigkeit eines atomaren Präventivschlags gegen die UdSSR zu überzeugen, Zitat, um dem Kreml dem Erdboden gleichzumachen und die UdSSR zu einem unbedeutenden Problem werden zu lassen. Wie skrupellos angloamerikanische Geostrategen vorzugehen bereit sind, zeigt auch der geplante Einsatz von Atomwaffen nicht nur auf strategisch wichtige Standorte, sondern selbst auf die Hauptstädte der sozialistischen Länder, einschließlich der DDR. So plante das US Strategic Air Command ab Mitte der 50er Jahre mindestens 91 Ziele für Kernwaffenangriffe in der DDR, vor allem in der Hauptstadt sowie in den umliegenden Städten Bernau, Hennigsdorf und so weiter. Für jeden dieser Orte war auch die Kategorie 275, Population, Bevölkerung, mit je einer Bombe vermerkt. Natürlich wäre der Hort der Freiheit, West-Berlin, ebenfalls unter einer dicken Schicht radioaktiven Staubs verschwunden. Selbst im Jahre 89 übte die NATO den Atomkrieg in Mitteleuropa. Nach Aussagen des damaligen Staatssekretärs im Bundesverteidigungsministerium Willy Wimmer verließ Kanzler Kohl, der als Gast geladen war, demonstrativ das Manöver. Das Szenario sah nämlich vor, dass im Kriegsfall der US-Nuklearwaffen die BRD wie die DDR in ein für Menschen unbewohnbares Gebiet verwandelt hätten. Und es ist auch nur wenigen bekannt, dass die Bundesregierung auf Weisung der USA bis heute nicht die in den 70er Jahren unterzeichneten Zusatzprotokolle zur humanitären Kriegsvölkerrecht gekündigt haben, die den USA den Einsatz von Atomwaffen in Deutschland als in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht erlauben. Als das Reaktorunglück im japanischen Fukushima die Bundesregierung zur Stilllegung der hiesigen Atommeiler veranlasste, verlor sie kein Wort über die mehr als 100 US-Atomraketen, von denen jede gewaltiger als die Hiroshima-Bombe sein soll. Wer annimmt, im Krisenfall würden die Russen warten, bis die USA die Raketen auf ihre Infrastruktur, ihre Städte und Menschen abschießen, der sollte wissen, dass die neue russische Militärdoktrin auch den Präventivschlag erlaubt. Doch bleiben wir zunächst im historischen Kontext und gehen der Frage nach, wie sich die USA auf die Übernahme Europas vorbereitete. Eine besondere Rolle spielte dabei der 1942 gegründete amerikanische Militärgeheimdienst OSS, der in den höheren Rängen ein Sammelbecken für Banker, Unternehmer, Politiker oder hochrangige Vertreter der Bildungs- und Kulturestablishment der USA war.
auf hervorgehobenen Positionen etwa die Söhne J.P. Morgans, Mitglieder der Familie Vanderbilt, Dupont, Archbold, Ryan, Weil oder den Whitneys, die zu den vermögendsten Familien der USA zählten. Nicht zu vergessen die Mellon-Familie, deren Angehörige Spionageposten in London, Genf und Paris innehatten. Paul Mellon gehörte der Londoner USS-Dienststelle für Sonderoperationen an. Seine Schwester Ilsa, einst als reichste Frau der Welt geführt, war mit dem Chef der Londoner USS-Stelle David Bruce verheiratet. Sohn eines US-Senators und Millionärs. Bruce wurde später Botschafter in Paris, Bonn, London, Peking und bei der NATO. In Paris residierte Oberstleutnant Victor Rothschild in einer Villa nebst Diener. Das legendäre Hotel Ritz wurde vom USS-Mitarbeiter und Millionär John Hay Whitney requiriert. Auch Ernest Hemingway, ebenso wie sein Sohn USS-Mitarbeiter, residierte in stets alkoholisiertem Zustand ebenfalls in Ritz. Wie der USS in den besetzten Gebieten regierte, beschreibt der Resident in Bukarest, der nach dem Rückzug der Deutschen im Herbst 1944 in der rumänischen Hauptstadt die Macht ergriff. Als ständiger Gast bei den Sitzungen des rumänischen Kabinetts protzte er nach Washington. Bevor Sie etwas abstimmen, fragen Sie zuerst mich nach meiner Meinung. Sie nehmen alle meine Gesetzesvorschläge einstimmig an. Ich hätte nie gedacht, dass es so leicht ist, ein Land zu führen. In Deutschland galt das vorrangige Interesse vor allem, was von finanziellem oder militärischem Wert war. Langfristig galt es, Deutschland als Geldquelle und amerikahörigen Vasall umzugestalten und sich dabei all jener zu entledigen, die nationale Würde und Identität nicht für das berüchtigte Linsengericht verhökerten. Für diese Aufgabe, die auch andere besetzte oder alliierten Staaten wie etwa Frankreich einbezog, brauchte man eine geheime Armee, die die Strippen zog. Diese Truppe regelte alles im Verborgenen, vom Kauf von kollaborierenden Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern bis zur Liquidierung von liebsamer Personen. Jeder Anschein sollte vermieden werden, als stünden diese Aktivitäten in irgendeiner Verbindung mit dem offiziellen Amerika. In einer Biografie über Amerikas hohen Kommissar in Deutschland, McCloy, beschrieb Kay Bird in The Sherman dessen Aufgabe wie folgt: Mit allen Mitteln die Teilung aufrechterhalten, die BRD in die NATO integrieren und Deutschland als Abbild Amerikas errichten. Wie das zu erreichen sei, beschrieb eine Geheimdirektive, in der es unter anderem heißt: Falls ratsam, bilden Sie Untergrundbewegungen aus Abtrünnigen, um Organisationen zu spalten, die feindliche Ideologien verbreiten, ehe sich diese zu einer Bedrohung entwickeln. Kann sich beispielsweise noch jemand an den Bund Deutscher Jugend erinnern? Nicht weit von hier wurde sie 1950 gegründet und von den USA finanziert. Sie sollte Sozialdemokraten und Kommunisten, die gegen Adenauers Politik der Westbindung und für ein einheitliches und neutrales Deutschland eintraten, liquidieren oder, um es gut deutsch zu sagen, ermorden. Das US-Verteidigungsministerium hatte die CIA bereits im Oktober 1948 mit dem Aufbau von Stay Behind-Organisationen beauftragt. Die CIA-Station Karlsruhe baute ab 1999 ihre Netze auf, vor allem gestützt auf Offiziere der Wehrmacht. 1950 wurde dann der Technische Dienst des Bundes Deutscher Jugend als größte Schattenarmee aufgebaut, konzipiert mit 7000 Mann und schwerer Bewaffnung. Im September 1952 entschied sich der frühere SS-Hauptsturmführer Hans Otto, der dem Bundesjugend BDJ-Bundesvorstand angehörte und Leiter der Abteilung Organisation im Technischen Dienst des BDJ war, bei der Frankfurter Kriminalpolizei seine Aussage zu machen, die Westdeutschlands totale Unterordnung unter die USA offenbarte. In einem Bericht des hessischen Innenministeriums zum BDJ wurden amerikanische Dienststellen als Hauptfinanzierer ermittelt. Und der BDJ-Mann Dieter von Glahn berichtete 1990 im Spiegel, dass sie ihr Geld von Koffern von amerikanischen Geheimdiensten bekommen hätten. Ein Vertreter der zuständigen Dienststellen der amerikanischen Armee erklärte im Zuge der Affäre nur, die Organisation sei zur
seit der Koreakrise ins Leben gerufen worden, um bei der geringen amerikanischen Truppenstärke in Westdeutschland gegebenenfalls einen Widerstand zu organisieren. Die Bundesanwaltschaft beantragte 1955, die leitenden TD-Funktionäre außer Verfolgung zu setzen, und was zwei Jahre später auch vom Bundesgerichtshof bestätigt wurde. Interessant nur noch die Begründung. Der dritte Strafsenat stellte fest, dass die besondere Zeitlage nicht aus den Augen gelassen werden dürfe. Sie sei auch durch eine gewisse Ratlosigkeit gegenüber der von kommunistischer Seite ohne Hemmung getriebene Agitation gekennzeichnet gewesen. Außerdem hätte der BRD das Ziel erklärt, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und gegen totalitäre Bestrebungen jeder Art zu arbeiten. Der TD war gewissermaßen der Vorläufer des europaweit agierenden Gladio bzw. Stay Behind Organisation der Geheimarmee der NATO. Der heutige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker beispielsweise hatte als Luxemburger Minister davon gewusst, dass Gladio 20 Strommaste sowie Infrastruktureinrichtungen zwischen 1984 und 1986 sprengte, um so eine Begründung zur Verschärfung der Sicherheitsgesetze zu haben. In Italien und Südtirol sind solche Einsätze ebenfalls aktenkundig. Und es gibt ernsthafte Stimmen, die das Oktoberfestattentat von 1980 in Verbindung mit Gladio bringen. Gehen wir aber noch etwas weiter zurück in die deutsche Vergangenheit, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist dokumentiert, dass Ende der 40er Jahre ein Spezialstab für Geheimoperationen der CIA mit der harmlosen Bezeichnung OPC, Büro für politische Koordination, etwa 3000 Agenten in Westdeutschland im Einsatz hatte, davon die knappe Hälfte in West-Berlin. Ihre Aufgabe, geheime Handlungen mit dem Ziel der Beeinflussung von ausländischen Personen zur Unterstützung der amerikanischen Außenpolitik. Als Hauptakteure für die Maßnahmen, mit denen der amerikanische Geheimdienst die dauerhafte Einflussnahme der USA auf die Verhältnisse in Westdeutschland nach dem Krieg ins Werk setzte, kann der Anfang der 50er Jahre bei der CIA verantwortliche Abteilungschef für internationale Organisationen, Thomas Braden, genannt werden. Er war in den entscheidenden Nachkriegsjahren maßgeblich für geheime CIA-Operationen in Deutschland zuständig. Bei einem Fernsehinterview auf die von ihm gesteuerte Einflussnahme in Deutschland angesprochen, bekannte er als Pensionär freiwillig: Ich bin froh, dass die CIA unmoralisch war, und verweist bei diesem Bekenntnis insbesondere auf Geldzahlungen an deutsche Politiker aller Lager, an Geldzahlungen, die verpflichten. Für die USA war es höchste Priorität, die Vereinigung Deutschland zu verhindern, sofern dieses Deutschland nicht unter ihrer Kontrolle blieb. Ich hatte schon auf der Sendung hingewiesen, wo der CIA-Abteilungsleiter Braden gesprochen hat, und nochmal ein Zitat: Wir nutzten die Gewerkschaftskomitees zwischen den USA und Deutschland, die sie errichtet haben, um unseren Einfluss auszubauen. Dieser Teufelspakt zwischen CIA und US-Gewerkschaft wurde maßgeblich mit Wirken des Gewerkschaftsführers und Superagenten Jay Lovestone, Sohn eines polnischen Rabbiners namens Liebstein, verbunden. Lovestone erhielt von der CIA anfangs 200.000, später 1 Million US-Dollar pro Jahr für seine Aktivitäten. Damit ließ sich einiges anfangen, und die Verwendungsnachweise zeigen die Zuwendung an die Gewerkschaft ÖTV oder an die Gewerkschaft der Eisenbahner, aber auch an konservative Politiker. So hatte er auch Einfluss auf die SPD-Führung und direkt auf die Besetzung des DGB-Vorstandes. Auch Willy Brandt war Geldempfänger der CIA, was Ex-Abteilungsleiter Braden ausdrücklich bestätigte. Geld der CIA floss auch, als 1952 als Auftakt für die europäische Einbindung Deutschlands im Bundestag die Ratifizierung des 1951 abgeschlossenen Vertrages über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, anstand. Abgeordnete wurden geschmiert,
die Öffentlichkeit hintergründig positiv eingestimmt. Und Ex-Abteilungsleiter Brahn hierzu, so ist sie, die CIA, waren deutsche Politiker, die für den Schumann-Plan stimmen sollten, in Geldnöten, sollten sie es von der CIA bekommen. Und einer der für mich glaubwürdigsten Politiker Westdeutschlands, Egon Bahr, sprach es 1996 offen aus. Alle Bundeskanzler von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl waren IM der CIA. Unter dem Vorwand, die Deutschen seien nicht politisch nicht reif für eine direkte Demokratie, wurde von den USA ein Herrschaftssystem etabliert, in dem die von den Besatzern eingesetzten Politiker zwar nach den Wahlen mitunter von der Regierungs- auf die Oppositionsbank zu wechseln hatten, das Volk aber von allen existenziellen Entscheidungen ausgeschlossen blieb. Otto Winter, zu der Zeit Chef der Privatkanzlei des Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, und im Range eines Staatssekretärs, hat es in einer 1952 erschienenen Schrift »Der Vaterlandsverrat des Konrad Adenauer« vom Separatismus zur Integration Europas sehr treffend charakterisiert. Der DDR-Politiker zeigte die Janusköpfigkeit der westlichen Politik. Und ich zitiere jetzt, noch nie aber wurde die Bevölkerung Westdeutschlands gefragt, ob sie mit der Einbeziehung in den Atlantik-Kriegsblock, in die Europaarmee und in die Europäische Vereinigung von Kohle und Stahl einverstanden ist. Dennoch haben die Außenminister der USA, Großbritanniens und Frankreichs in Washington erklärt, dass die Politik ihrer Regierung die Integration Deutschlands in eine kontinentale europäische Gemeinschaft zum Ziel hat. Diesen Washingtoner Auftrag erfüllt Adenauer mit seinem Eintreten für die Integration Deutschlands in Europa. Das ist keine deutsche, auch keine europäische, das ist amerikanische Politik, die Politik des nationalen Verrats. Sind seine Worte nicht von erstaunlicher Aktualität? Und hat sich in den zurückliegenden 60 Jahren in der BRD etwas geändert? Der nationale Verrat bleibt Regierungspolitik der BRD. Winzers Appell an das deutsche Volk ist heute dringender denn je. Angesichts dieser tödlichen Bedrohung der deutschen Nation durch die Politik der Integration ist jeder Versuch, die Sache so darzustellen, als hätte die Integration Europas mit einem Zusammenschluss der europäischen Völker auch nur das Geringste zu tun, so überaus schädlich und verderblich. Damals wie heute gelten Winzers Worte gegen die amerikanische, in Anführungszeichen, Integration Europas, kann es nur den kompromisslosen und unversöhnlichen Kampf um die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und den beschleunigten Abschluss eines Friedensvertrages, der die volle Souveränität und völkerrechtliche territoriale Integrität wiederherstellt, geben. Na, ich muss ein bisschen mal weglassen. So. Ich habe mal jetzt ein bisschen was weggelassen. Ich denke, wir sind schon ziemlich weit dran. Schön laut vortragen. Gut. Ich will jetzt mal auf die Zeit von 89 zurückkommen oder auf die Zeit von 1989 zurückgehen. Auf den 9. November, als im vollbesetzten französischen Dom auf dem Berliner Gendarmenmarkt Vertreter der verschiedenen politischen Gruppierungen ihre Konzepte für die demokratische Umgestaltung der DDR vorstellten. Ich begleitete den gerade zum CDU-Vorsitzenden gewählten Lothar de Maizière in den französischen Dom am Gendarmenmarkt, der für die DDR-CDU seine Zukunftsvision für unser Land artikulierte. In einer Versammlungspause diskutierten Menschentrauben auf dem Platz am Schauspielhaus leidenschaftlich
über den richtigen Weg, als es wie ein Lauffeuer von Mund zu Mund ging, die Mauer ist geöffnet. Viele wollten die Nachricht nicht glauben, doch bereits Stunden später kam es zu herzzerreißenden Begegnungen zwischen Ost- und Westberlinern, zwischen Mittel- und Westdeutschen. Nach der Wende erzählte mir der für Sicherheitsfragen zuständige Mitarbeiter in der Berliner SED-Bezirksleitung, wie sie am späten Abend die einzelnen Kontrollposten mit dem Geländewagen kontrollierten und die Munition einsammelten. Junge Männer, um die 20, die auf Grenzwacht für die DDR standen, mussten nun waffenlos einer aufgeheizten Menschenmenge gegenübertreten und waren die personifizierten Reste der verspielten Souveränität. Das verlangt Mut, den Auftrag trotzdem zu erfüllen. Das sind die Heldentaten, von denen keiner spricht. Der letzte DDR-Innenminister Peter Michael Distel hat es in seiner nassforschen Art so formuliert: Der friedliche Übernahmeprozess habe im Wesentlichen die Ursache darin, dass diejenigen, die Maschinengewehre und Maschinenpistolen hatten, diese zu keinem Zeitpunkt eingesetzt haben und die Macht der gefalteten Hände und der Kerzen akzeptierten. Wer fragt heute dort danach, was sich die DDR-Bevölkerung von dem Wandel erhoffte und was ist von dieser friedlichen Revolution der DDR-Bevölkerung übrig geblieben? Gründe für die Unzufriedenheit zahlreicher DDR-Bürger gab es viele. Die innere Krise der DDR ist nicht zu negieren. Wenn man der Frage nachgeht, warum die DDR untergehen musste, dann ganz gewiss aber nicht ursächlich wegen Missachtung von Menschenrechten, vorenthaltener Reisefreiheit oder wegen zu hoher Staatsschulden. Edgar Most, Ende 89 zum Vizepräsidenten der Staatsbank der DDR ernannt, widerspricht vehement der Auffassung, die DDR sei bankrott gewesen. Nach seiner Kenntnis hatte die DDR einen jährlichen Leistungszuwachs und das Staatsvermögen war größer als die innere und äußere Verschuldung. Als Banker bescheinigte er der DDR Kreditwürdigkeit. Und wie ist das mit dem Milliardenkredit, den Franz Josef Strauß Anfang der 80er Jahre einfädelte? Most sieht darin einen raffinierten Schachzug, durch den die Abhängigkeit der DDR von der BRD verstärkt werden sollte. Vorstellen kann man es sich, da Strauß sehr enge Verbindungen zu US-Geheimdienst nachgesagt werden, als er bereits zum Ende des Zweiten Weltkrieges Verteidigungspläne bayerischer Städte an die US-Truppen verraten haben soll. Es waren meines Erachtens nicht jene kolportierten Ursachen, die uns die bundesdeutschen Systemmedien vorgaukeln, die Mitteldeutschlands Untergang besiegelten. Die DDR als besonders exponierter sozialistischer Vorposten musste untergehen, damit die Finanzgewaltigen ihren Macht- und Herrschaftsbereich extrem ausweiten konnten. Die Zerschlagung der DDR war gewissermaßen ein Eckstein in der US-Strategie zur Erlangung der Weltherrschaft für die Plutokraten. Der jüdische Banker David Rockefeller schrieb 1991, also im Jahr nach dem Anschluss der DDR, auf der Bilderberger Konferenz in Baden-Baden, dem handverlesenen Kreis der bundesdeutschen Elite, warnend ins Stammbuch: Die supranationale Souveränität einer intellektuellen Elite und der Weltbankbanker ist mit Sicherheit der nationalen Selbstbestimmung vorzuziehen. Bereits ein Jahr vor dem Umsturz in der DDR hatte im Juni 1988 auf der Bilderberger Konferenz im österreichischen Telfs Buchen eine Neubewertung der deutschen Frage auf der Agenda der Geheimtagung gestanden, zu der auch Kanzler Kohl erschienen war und auf der gewisse Szenarien der Abwicklung der DDR erörtert wurden. Der im August 2015 verstorbene Egon Bahr, viel gescholtener SPD-Politiker, dessen Einsatz für die Verständigung zwischen den Völkern Russland und Deutschland für mich patriotische Züge trägt, wusste, wovon er spricht, als er im Dezember 2013 die Schüler des Mannheimer Bundesgymnasiums nachdrücklich warnte: In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Der große deutsche Völkerrechtler Karl Schmidt hat es in der 1941 veröffentlichten Schrift Völkerrechtliche Großraumordnungen auf der Ebene des Abstrakten formuliert.
Universalistisch weltumfassende Allgemeinbegriffe sind im Völkerrecht die typischen Waffen des Interventionismus. Und ich nenne nur eines jener konkreten Beispiele, die Carl Schmitt dort anführt. So entlarvte den Schlachtruf nach der Freiheit der Dardanellen als britische Forderung nach ungehinderter Nutzung der Meerenge durch englische Kriegsschiffe, um Russland im Schwarzen Meer angreifen zu können. Und er konstatiert, immer ist hinter der freiheitlich-humanitär-Allgemeinfassung der eigentümliche Zusammenhang erkennbar, der die besonders gearteten Interessen treibt. Und so ist auch meine Sicht auf die Eingliederung der DDR in den US-Herrschaftsbereich anders strukturiert als den Schülern im Geschichtsunterricht und den Erwachsenen in den Systemmedien unter dem Motto »Geschichten aus Tausend und einer Nacht« erzählt wird. Denn in der heutigen Schule, wie in den sogenannten Massenmedien, vermitteln die Sieger von gestern ihre Geschichte. Demgegenüber frage ich mit Carl Schmitt und Egon Bahr, in wessen Interesse erfolgte 1989 die kleindeutsche Lösung. Kommen wir also nochmal zurück zu jenen Tagen im Herbst 1989. Die DDR hatte mit der unkontrollierten Grenzöffnung am 9. November ihren außenpolitischen Spielraum aufgegeben. Auch diese Grenzöffnung hatte letztendlich die sowjetische Seite in Person von UdSSR-Außenminister Schewardnadse zu verantworten. In seinem Telegramm an Botschafter Kotschemassow hieß es entgegen den Festlegungen des Warschauer Vertrages und ohne jegliche Konsultation innerhalb der sowjetischen Regierung und der sozialistischen Militärallianz: Die Grenzregelung ist eine interne Angelegenheit der DDR. Der entscheidende Schritt zum Zusammenbruch der DDR zur Annexion war getan. Von jenem 9. November an war die Frage der Vereinigung mit der DBRD nur noch eine des Zeitrahmens. Die Bedingungen im Innenverhältnis konnten die US-Vasallen in der Bundesrepublik festlegen oder diktieren, wie immer man es bezeichnen will. Der Wille der DDR wie der BRD-Bürger war letztlich unerheblich. Der runde Tisch, der seit dem 7. Dezember 1989 als gemeinsame Plattform der Opposition und später auch des Dialogs mit der Regierung Modo fungierte, hatte im Blick auf die bevorstehende Vereinigung West- und Mitteldeutschlands grundsätzliche Empfehlungen gegeben. Es war Bundeskanzler Kohl, der Repräsentant des alten, von den Westalliierten entmannten Deutschlands, der geradezu herablassend die Stimme des anderen Deutschlands abkanzelte. Alle demokratischen Entscheidungen lägen ausschließlich beim Parlament. Volksabstimmungen und Volksbefragungen entsprechen nicht dem Grundgesetz und von der Straße, sprich unter dem Tisch, ließe sich die Bundesregierung nicht beeindrucken. Helmut Kohl ging mit seinem 10-Punkte-Plan vom 28. November 1989 zur Vereinigung Deutschlands in die politische Initiative. Kohl hatte dabei die Unterstützung der USA, auch wenn die Bush-Regierung daran eine Bedingung knüpfte, die die USA seit Anfang der 50er Jahre für unverzichtbar proklamiert hatten: die fortdauernde Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der von den USA dominierten NATO und die feste Einbindung in westeuropäische Wirtschafts- und Politikstrukturen. Das sollte den Rahmen für die Ein- und Unterordnung Deutschlands unter die Interessen der USA und der plutokratischen Dunkelmänner bilden. Beim Abendessen am 3. Dezember 1989 vor der entscheidenden NATO-Ratssitzung in Brüssel versicherte Kohl dem US-Präsidenten, dass die weitere Westintegration eine Vorbedingung seiner 10 Punkte sei. Während in Mitteldeutschland für das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes gekämpft wurde, hatten die Mann vom Rhein längst vor dem Feind kapituliert. Doch die USA verlangten nicht nur von der Bundesregierung ihre Unterwerfungserklärung. Das strategische Kalkül sah vor, auch die renitenten Westeuropäer, die gegen die deutsche Vereinigung Widerstand leisteten, zu disziplinieren. Präsident Bush sprach deshalb auf dem NATO-Gipfel in Brüssel am 4. Dezember 1989 Klartext und machte den sogenannten NATO-Verbündeten klar, was die USA als Pax Americana verstehen. Alle haben das zu tun, was die USA erwarten. Es war nicht einmal ein Monat seit der Grenzöffnung vergangen, da schlug Bush die Flöcke ein und gab seine 4 Prinzipien über die Vereinigung Deutschlands bekannt, dessen 2. Grundsatz von dem unveränderten Bekenntnis Deutschlands zur NATO und einer mehr und mehr zusammenwachsenden europäischen Gemeinschaft ausgeht
und die Rechte und Verantwortlichkeiten der alliierten Mächte höre, gebührend berücksichtigen müsse. Nachdem Bush die Marschrichtung vorgegeben hatte, sollte darüber nicht noch diskutiert werden. So ergriff unmittelbar nach Bush Kanzler Kohl das Wort und schlug vor, ohne jede weitere Diskussion die US-Bedingungen für verbindlich zu erklären, die da lauteten: Verbleib der US-Truppenpräsenz in der BRD, Aufrechterhaltung der Stationierung von US-Atomwaffen auf deutschem Territorium. Zu diesem Zeitpunkt und in derselben Erklärung über ein neues Europa gab Bush der NATO als Zielvorgabe, die eingetretenen Veränderungen in Osteuropa zu sichern und den strukturellen Rahmen für weitere friedliche Veränderungen zu schaffen. Die USA wussten genau, was sie wollten. Die Auflösung des Warschauer Vertrages und die Spaltung der Sowjetunion sowie die Einbindung dieser Staaten in ein gegen Restrussland gerichtetes Militärbündnis. Ob Polen oder Rumänien, Georgien oder Usbekistan. Die NATO hatte nach den Worten von Bush die eingetretenen militärpolitischen Verhältnisse abzusichern. Je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, warum die DDR in diesem weltpolitischen Kontext untergehen musste, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass seitens der USA die DDR auch beseitigt wurde, um damit endgültig die deutsche Frage durch Abwicklung bzw. Überführung in einen supranationalen Verbund zu lösen. Solange es zwei deutsche Staaten gab, blieb die deutsche Frage offen, mit ungewissem Ausgang. Es bestand die Befürchtung, dass die Deutschen ähnlich wie 1933 ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen könnten. Deshalb war die größte Sorge der US-Administration, dass es im Zuge der Auflösung des sogenannten sozialistischen Lagers zu einem Separatfriedensvertrag zwischen der Sowjetunion und dem vereinten Deutschland kommen würde. Dies galt es unter allen Umständen zu verhindern. Werner Walters, 4-Sterne-General, ein stellvertretender CIA-Chef, war im April 1989 vom gerade gekürten US-Präsident Bush Senior als Botschafter nach Bonn entsandt worden. Bush hatte ihm mit auf den Weg nach Deutschland gegeben: Dort wird es ums Ganze gehen, Dick. So Werner Walters in seinen Memoiren. Der damals 72-Jährige hatte schon so manchen Putsch gegen rechtmäßige Regierungen organisiert, die gegen US-Interessen verstießen. Und so ließ er auch in einem Interview mit der FAZ im April 1990 die Katze aus dem Sack. Ich wurde nicht geschickt, um einen Patienten zu heilen. Ich wurde geschickt, um ihm die letzte Ölung zu geben. Was war das Ganze, was Dick Walters im Sinne von Bush und seinen Plutokraten durchzusetzen hatte? An Bushs Auftrag wird deutlich, dass die DDR der Eckstein war, dessen Liquidierung das gesamte sozialistische Lager zum Einsturz bringen sollte. Deshalb schickte man Dick Walters, das Schlachtross des Kalten Krieges, wie ihn Egon Bahr einmal bezeichnete, nach Deutschland. Es ging darum, die DDR zu beseitigen und die vergrößerte BRD im festen US-Griff zu behalten. Diese Konstante der Außenpolitik wurde auch in der Wendezeit 1989-90 gegenüber den westeuropäischen Verbündeten brachial durchgesetzt. Der 2+4-Rahmen wurde einzig aus dem Grunde von den USA erwählt, um Russland zu isolieren und faktisch draußen vorzulassen. Nach wochenlangen Geheimsondierungen in den Hauptstädten der Siegermächte, über die die DDR nicht informiert wurde, handelte Genscher im Auftrag der USA am Rande der Außenministerkonferenz der NATO und Warschauer Vertragsstaaten in Ottawa den Rahmen und Inhalt für 2+4 mit Schewardnadze, Blumers und Hörth aus. Der damalige DDR-Außenminister Oskar Fischer wurde nicht beteiligt. Der in Bonn weilende DDR-Ministerpräsident Modo wurde von Kohl erst informiert, als in Ottawa alles im Sinne der USA geregelt war. Ebenso wie die USA alles daran setzten, um Russland politisch bei den Verhandlungen auszuschließen und dafür die Formel 2+4 erfanden, wollte die russische Führung dies unter allen Umständen verhindern. Als der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadze nach seinen Gesprächen mit den anderen 5 Außenministern nach Moskau zurückkehrte, hatte er stillschweigend die Formel 2+4 akzeptiert. Daraufhin zur Rede gestellt, gab er folgende Erklärung: Genscher hat so sehr darum gebeten und Genscher ist ein guter Mensch.
Auf jeden Fall war der damalige Bundesaußenminister ein guter Lakai der USA. Und es gibt böse Zungen, die sogar behaupten, Genscher habe als damaliger Bundesinnenminister den DDR-Spion Guillaume im Auftrag des USA-Geheimdienstes ins Kanzleramt lanciert. Jedenfalls hatte der BND Guillaume bereits seit 1954, also 20 Jahre vor der angeblichen Enttarnung zum Sturz von Kanzler Brandt, im Visier. Bleiben wir in der DDR im Jahre ihrer Beseitigung. Ein Höhepunkt im Wirken der DDR-Opposition und zugleich der Zenit ihres Erfolges war der 5. Februar 1990. Der Triumph der Vernunft über das bisher herrschende Diktat der Macht. An diesem Tag stimmte die Volkskammer der Berufung von 8 Vertretern des oppositionellen Runden Tisches zu. Erstmals gab es nach 1945 in Deutschland wieder eine Regierung der nationalen Verantwortung, die allen gesellschaftlichen Kräften die Möglichkeit zur Mitgestaltung gab. Es sollte nicht die Kopie der herrschenden Machtstrukturen der BRD sein, sondern, wie Bärbel Bohley auf dem Gründungskongress des Neuen Forums wenige Tage vorher erklärt hatte, wir wollen nicht die Landschaft der Bundesrepublik abmalen, sondern die politische Kultur des 21. Jahrhunderts mitentwickeln. Die Kernfrage jeder Revolution, die Frage der Macht, war mit der Volkskammerwahl vom 18. März zu Ungunsten des Volkes entschieden. Schon gar nicht gelang es, den Ansatz der 89er Revolution, die Herstellung politischer Mitgestaltung und die Überwindung der wirtschaftlichen Privilegien der etablierten Partei- und Wirtschaftskreise auf die bundesdeutsche Gesellschaft zu übertragen und Mittel wie Westdeutschland wirtschaftlich als auch politisch grundlegend zu reformieren. Auch die Oppositionsgruppen, die sich stark für die als Friedensbewegung zusammengeschlossen hatten und für ein neutrales Deutschland hinarbeiteten, wurden durch die Westpolitik völlig ins Abseits gedrängt. Kein Wunder, dass deshalb auch der vom Runden Tisch erarbeitete Entwurf einer neuen DDR-Verfassung schon durch die Kohlmänner in der de Maizière-Regierung gestoppt wurde. Hätte es eine vom demokratisch gewählten Parlament legitimierte DDR-Verfassung gegeben, wäre es den Bonner Totengräbern eines demokratischen und paktfreien deutschen Nationalstaates wesentlich schwerer gefallen, sich so hochmütig über die vom Grundgesetz geforderte Ausarbeitung einer Verfassung für ganz Deutschland hinwegzusetzen. Ludger Kühnhardt, 89 Mitarbeiter von Bundespräsident Richard von Weizsäcker, bezeichnet diese politische Strangulierung verharmlosend die gezähmte Revolution der Einigung Deutschland. So konnte in Deutsch-Amerika alles bleiben wie gehabt. Trotzdem, zum Leidwesen von CDU, CSU, FDP und SPD, ist aus dem mündigen Bürger der Herbstrevolution in Mitteldeutschland eben nicht das gewünschte Stimmvieh der Systemparteien geworden, sondern ein Sauerteig für tiefgreifende Umbrüche in jenem Land, das sich BRD nennt und wieder einmal Deutschland werden soll. Heute wird die rebellierende Bevölkerung Mitteldeutschlands als Pack, als Dunkeldeutsche, als Fremdenhasser verteufelt, weil sie Merkel und Co. auf dem Weg in die nationale Katastrophe nicht folgen will. Washingtons Marionetten hören es gar nicht gern, wenn Vox Populi zu ihnen spricht, Vaterlandsverräter. Deshalb ihr Ruf nach Staatsanwälten, Verfassungsschutz, GSG 9 und Antifa. Sie wissen, wie es Batista, dem US-Statthalter auf Kuba, erging, der zur Jahreswende 59-60 sich eiligst Richtung Miami absetzte. Oder dem südvietnamesischen Nguyen Van Thieu, der 75 mit tausenden US-Kollaborateuren nach dem Sieg der nationalen Befreiungsbewegung das Land wie Ratten das sinkende Schiff verließen. Es ist bezeichnend für die trickreiche US-Außenpolitik, dass sie heute das sozialistische Vietnam hofiert, um es in Stellung gegen den chinesischen Drachen zu bringen. So ändern sich die Zeiten. Bei der Wahlparty der CDU betreute ich als Leiter der Abteilung Außen- und Deutschlandpolitik die ausländischen Diplomaten, die erschienen waren, zumeist untere Chargen, weil die Gesandten und Höherrangigen mit der Ost-SPD deren Sieg feiern wollten. Nach den ersten Hochrechnungen kam mein erster Sekretär der sowjetischen Botschaft zu mir und giftete mich an. Sie sind das Letzte, was wir uns wünschen. Wir haben fest mit einem Sieg von Romberg und Misselwitz bei der SPD gerechnet. Heute ist dieser Mann
der russische Botschafter in Berlin und müht sich redlich, die Isolations- und Sanktionspolitik der USA auch durch Kontakte zur West-CDU zu durchbrechen. Jedenfalls hatte mit dem Sieg der von de Maizière geführten Allianz für Deutschland, dessen Zustandekommen von Kohl mit massivem Druck erzwungen wurde, dem BRD-Kanzler die freie Hand gegeben zum Anschluss nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Kohls Wacht vom Rhein war schon in Marsch gesetzt, damit es möglichst wenig Reibung mit der DDR in der Frage der äußeren Aspekte geben sollte. So flogen noch vor der für den 19. April angekündigten ersten Regierungserklärung Horst Teltschek und Peter Hartmann vom Kanzleramt nach Ost-Berlin, um dem Ministerpräsidenten und dessen engsten Mitarbeiter die Grundzüge der künftigen Außenpolitik nahezubringen. Vor allem der in einem ersten Entwurf der Regierungserklärung enthaltene Hinweis auf die zeitliche Befristung einer gesamtdeutschen NATO-Mitgliedschaft bis zur Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems entsprach nicht den Vorstellungen von Washington und Bonn. So heißt es denn auch in der Regierungserklärung nur noch, die DDR-Regierung verfolgt eine Politik der Ablösung der Militärbündnisse in Europa. An den zentralen Schaltstellen der DDR-Ministerien wurden sofort westdeutsche Schlüsselpersonen als Koordinatoren eingesetzt, nicht zuletzt Mitarbeiter des BND und MAD. Ich erinnere mich noch an meine Tätigkeit, wo in einem Bereich ein Koordinator des Auswärtigen Amts eingesetzt wurde, wie auf allen Ebenen, der von jedem Papierschnipsel eine Kopie anforderte. Immerhin war er Koordinator. Nach Beseitigung der DDR wurde er Botschafter in Albanien, wo dann seine BND-Tätigkeit aufflog. Wie sehr Kohl bereits im Frühsommer 1990 die vom Volk gewählte Regierung de Maizière nur noch als Erfüllungsgehilfen seiner Politik sah, mag ein kleines Beispiel verdeutlichen. In Vorbereitung auf die Währungsunion wurde seitens der mitteldeutschen Wirtschaftsverantwortlichen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Betriebe in der DDR für die Altkredite eine Lösung gefunden werden musste, die nicht die sofortige Pleite aller staatlichen und genossenschaftlichen Betriebe verursacht hätte. Ich hatte ja schon einmal Herrn Moss zitiert. Also dieser Herr Moss machte sich zum Anwalt für diese Forderungen. Eines Tages erfuhr er von seinem für Mitteldeutschland zuständigen Partner im Vorstand der Deutschen Bank, dass Kohl dieses Verhalten nicht billige und Ministerpräsident Lothar de Maizière den Auftrag erhalten habe, Most am nächsten Tag über seine Absetzung zu informieren. Und so geschah es auch am nächsten Morgen, nur war die Absetzung aus formalrechtlichen Gründen nicht exekutierbar. So viel Rechtsbewusstsein besaß der Jurist de Maizière, wohl im Gegensatz zum Berufspolitiker Kohl immerhin noch. Doch war diese Machtdemonstration Kohls gegenüber der DDR kein Einzelfall, sondern symptomatisch. Kohl erwies sich als treuer Enkel des Spalterkanzlers Adenauers. Anders als im Falle der Krim gab es bei der Annexion der DDR kein Referendum, bei der für das deutsche Volk so lebenswichtigen Frage wie Austritt Zugehörigkeit Kleindeutschland zur NATO erfuhren etwa die DDR-Vertreter bei den 2+4 Verhandlungen von der Entscheidung erst, als die Würfel zugunsten der USA und ihres NATO-Kriegsbündnisses gefallen waren. Die DDR und ihre Repräsentanten, ob gewählt oder vom Runden Tisch nominiert, wurden nur noch als Staffage, als zwar notwendiges, aber störendes Übel behandelt. Und noch ein kleines Beispiel von den 2+4 Gesprächen. Im Schloss Niederschönhausen begann am 4. September die letzte sogenannte 2+4-Runde über die abschließende Regelung. Bei dieser letzten Verhandlungsrunde säuberte de Maizière auf Bonner Druck seine Delegation von kritischen Köpfen. Turnusgemäß sollte Staatssekretär Dr. Helmut Domke die Sitzung in Niederschönhausen leiten. Doch nachdem Kohl bei de Maizière interveniert hatte, entzog dieser dem Staatssekretär kurzfristig den Vorsitz. Stattdessen übernahm der Leiter der BRD-Delegation, Dieter Kastrup, diese Funktion. Wie bei einer Schmierenkomödie tauschten am Ende der Berliner Verhandlungen Frank Elbe, Leiter des Büros von Genscher, und sein Kollege Wolfram von Fritsch,
der von Genscher als Aufpasser in die Chefetage des MFAA entsandt worden war, die Plätze am Delegationstisch. Zwei Westdeutsche, die im Sinne der USA die kleindeutsche Lösung über die Bühne zu bringen hatten. Und damit auch ja nichts schief geht, wurde als Aufpasser in letzter Minute auch noch der ehemalige Bürochef Heiner Geislers, Fritz Holzwarth, in die DDR-Delegation nachbenannt. Holzwarth war dem Ministerpräsidenten de Maizière als persönlicher Referent beigegeben worden. So endeten die von der Bundesregierung immer mit ausdrücklicher Betonung 2+4 Gespräche genannten Verhandlungen zweier angeblich souveräner deutscher Staaten mit den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, genauso wie sie Mitte Februar 1990 gemäß der Washingtoner Weisung begannen, mit einer Ausschaltung der DDR und der Bruskierung ihrer Politiker. Stattdessen verkündete am 11. September, am Vorabend der Unterzeichnung zur Eingliederung der DDR in das NATO-Hoheitsgebiet, US-Präsident Bush vor beiden Kammern des Kongresses eine neue Weltordnung, die nach dem Zerfall der Sowjetunion vom State Department als Ende der Geschichte präzisiert wurde. Gemeint war in beiden Fällen die ewige Vorherrschaft der USA und ihrer plutokratischen Hintermänner. Die USA sahen sich nun als Sieger der Weltgeschichte. Den Eckstein dafür bildete der Anschluss der DDR. Gorbatschows Politik des neuen Denkens im Atomzeitalter, seine Vision vom gemeinsamen europäischen Haus, nutzten die Washingtoner Pokerspieler eiskalt, um die Sowjetunion über den Tisch zu ziehen und richtig Kasse zu machen. Die Beseitigung der DDR bedeutete für die Sowjetunion und den von ihr geschaffenen Warschauer Vertrag dessen Ende und die Zerstörung aller sowjetischen Infrastruktur der Vorfeldverteidigung. Wie sagte der damalige NATO-Generalsekretär Manfred Wörner, die NATO hat all ihre Ziele ohne einen einzigen Schuss Pulver erreicht. Als der DDR ihr letztes Stündchen schlug, fehlten weder beim Sturm auf die Stasi-Zentrale am 9. Januar 90 in der Berliner Normannenstraße noch an vielen anderen sicherheitsrelevanten Stellen die CIA-Agenten. Am spektakulärsten war ja das Gerangel zwischen der BRD und den USA um die Herausgabe der Rosenholz-Datei mit den Namen von angeblichen Agenten der DDR-Auslandsaufklärung. Letztendlich bekam die Bundesregierung Kopien dieser Datei ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Im Sommer 1990 ging die CIA in allen relevanten Sicherheitsbereichen der DDR ein und aus. Die DDR war zwar noch nicht Teil der BRD, aber von den USA schon annektiert. Von einem Ministerkollegen, der es wissen musste, hörte ich damals, dann der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990, nachdem um 24 Uhr in den Hochsicherheitsbereichen die Hochspannung abgeschaltet sowie die Wachmannschaften ihren Dienst beenden mussten, der CIA bereitstand, um die noch fehlenden Materialien ungestört zu besorgen. Ein paar brisante Materialien fielen allerdings nicht in ihre Hände. Etwa das Dossier über den US-Geheimdienst NSA, der bereits 1952 per Präsidentenerlass gegründet wurde. Der Ex-Oberst des MFS, Klaus Eichner, berichtete auf einer Podiumsdiskussion in Berlin im Mai 2014, dass er zum Ende der DDR den Auftrag erhalten hatte, die Unterlagen, die für die wissenschaftliche Forschung und für den Nachweis der Effektivität der MFS-Arbeit wichtig waren, vor der Vernichtung zu bewahren. Die sollten im Zentralarchiv der Abteilung 12 des MFS gelagert werden. Dort habe er die Aktenordner mit der Liste eigenhändig in einen Stahlschrank einsortiert. Insgesamt handelte es sich um 13.000 Akten, die Auskünfte darüber gaben, wie und gegen wen die US-Dienste ihr Bespitzelungsprogramm durchführten. 1992 gab es dann die Forderung der USA nach Aktenübergabe. Die Amerikaner hatten einen Anspruch auf die ersatzlose Auslieferung der Liste angemeldet, was sie mit dem Schutz der eigenen Quellen begründete. Es war Innenminister Schäuble, der 1989 noch als Kanzleramtschef für die Koordinierung der Geheimdienste verantwortlich war, der dann die Übergabe an die USA veranlasste. Und so ist es gewiss auch kein Zufall, dass Bruno Kahl, ein enger Vertrauter Schäubles, im Sommer 2016 neuer Leiter des BND werden soll. Die USA gehen bei der Besetzung der Chefposten in den Vasallenstaaten immer auf Nummer sicher. Nach dem Wahlspruch der drei Affen, nicht sehen, nichts hören, nichts sagen, wusste die Bundesregierung natürlich nichts über eine NSA.
Schäuble und Konsorten hatten sie ja angeblich ungeöffnet an die USA übergeben. So konnte man mehr als 25 Jahre später ganz erstaunt tun, was die Amerikaner so alles an kriminellen Handlungen gegenüber ihren angeblichen Verbündeten haben. Hinter der vorgehaltenen Hand haben die führenden Politiker wohl schallend über diesen Witz zur Volksverdummung gelacht. Der russische Geopolitiker Professor Dugin hat es in seinem Buch Konflikte der Zukunft sehr treffend charakterisiert. Die deutsche Wiedervereinigung war kein nationales deutsches Ereignis, sondern nur eine Übereinkunft über den Austausch des Besatzungsregimes in einem Teil des Landes, in einem Teil des Landes. 1989-90 gab es keine Befreiung und keine Souveränität für Deutschland. Der angelsächsisch besetzte Teil wurde lediglich vergrößert. Nachdem der Eckstein beseitigt war, ging man ungeniert daran, die Welt zum Sklaven amerikanischer Interessen und Beute für die geldgierigen Plutokraten umzugestalten. Wie langfristig dabei die USA an der Umgestaltung der Welt nach ihren Vorstellungen gehen, verdeutlicht auch ein im Jahr 2000 vom US-Außenministerium in Bratislava, also in Pressburg, veranstalteten Konferenz mit Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsministern, an der auch der frühere Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Willy Wimmer teilnahm. Er berichtete darüber. Die Vertreter des US-Außenministeriums erklärten, wie sie sich Europa künftig vorstellen. Sie wollten eine Linie ziehen, die von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und von da aus weiter nach Anatolien geht. Alles, was westlich von dieser Linie liegt, betrachteten sie als Einflussgebiet der USA. Die russische Föderation sollte aus den europäischen Entwicklungen herausgedrängt werden. Das heutige Geschehen in der Ukraine ist für mich ein Beleg dafür, dass diese Leute damals nicht in den Mond geguckt haben. Soweit Willy Wimmer. Diese Strategie ist wieder der Rückgriff auf Bekainders Herzland-Theorie. Zbigniew Brzezinski, gebürtiger polnischer Jude und einst Chef des Nationalen Sicherheitsrates, der auch als ein führender außenpolitischer Berater Obamas und einflussreicher Strippenzieher der US-Außen- und Militärpolitik gilt, fokussierte diese Politik auf die Niederringung des Herzlandes Sowjetunion, die auch nach deren Auflösung, wenn zunächst auch etwas gedämpft, ihre ungebrochene Fortsetzung fand. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der Ukraine konnte Brzezinski jubilieren. Die Abspaltung der Ukraine bedeutet für Russland bereits den Verlust von Odessa, dem unersetzlichen Tor für den Handel mit dem Mittelmeerraum und der Welt jenseits davon. Und sein 1997 erschienenes Buch Die einzige Weltmacht offenbart die wahren Ziele der USA. Der Wegfall der Ukraine wirke als geopolitischer Katalysator. Ohne sie sei Russland außerstande, ein eigenständiges eurasisches Reich aufzubauen. Und in seinem 2012 veröffentlichten Buch Strategische Vision Amerika und die Krise der globalen Macht warnte er davor, dass Deutschland und Italien von der russischen Regierung herübergezogen werden und eigene, vor allem Wirtschaftsinteressen, umsetzen könnten. Die Einschätzung von Ex-Staatssekretär Wimmer, dass die Leute vom US-Außenministerium nicht hinter dem Mond gelebt haben, sondern das Drehbuch vorgaben, beweist das Buch Die nächsten 100 Jahre des von mir bereits mehrfach zitierten Friedman. Er schreibt beispielsweise, ich zitiere, in der künftigen Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sind die früheren sowjetischen Satellitenstaaten, allen voran Polen, am bereitwilligsten mit von der Partie. Der Niedergang Deutschlands und Frankreichs, herbeigeführt durch den strategischen Fehler, sich nicht auf eine Konfrontation mit Russland einzulassen, ist eine Neudefinition des gesamten europäischen Machtgefüges. Der Zusammenbruch Russlands eröffnet den osteuropäischen Nationen die Möglichkeit, nach Osten eine aggressivere Außenpolitik zu vertreten. Immer noch Zitat, nach 2030 stellt sich diesem Bündnis zwischen den USA und Osteuropa bei seiner Expansion kein Hindernis mehr in den Weg. Es ist schwer zu sagen, wie weit die osteuropäischen Staaten vordringen werden. Ein estnisches Petersburg,
ein polnisches Minsk oder ein ungarisches Kiew. Mit dem Zusammenbruch Russlands ist eine Ostexpansion Osteuropas unvermeidlich. Polen wird eine bedeutende und dynamische Macht. Und ein paar Seiten später, der polnische Block wird den früheren Teil des Russischen Reiches eingliedern und aufbauen und auf diese Weise zu einer ernstzunehmenden Wirtschaftsmacht aufsteigen. Friedmanns Worte werden die russische Führung gewiss von der Friedensliebe der USA überzeugen und sie wird die NATO-Truppenverlegung an seine Grenze gewiss als Liebesbeweis deuten. Aber was bezwecken die USA damit? Es ist ein neuer Köder für Polen. Im Verteilen von Geschenken, die ihnen nicht gehören, waren die Angloamerikaner schon vor dem Zweiten Weltkrieg meisterhaft. Den Polen versparen sie Ostpreußen, den bei Deutschland noch verbliebenen Teil Schlesiens, Pommern, Brandenburg. Die fette Beute wollten sich die Polen nicht entgehen lassen und lösten für die Angloamerikaner den Zweiten Weltkrieg aus. Während vaterlandslose BRD-Politiker und Historiker den Raub des deutschen Ostens als Strafe für Hitler zu rechtfertigen versuchen, hat Churchill kurz nach der Konferenz von Yalta ein anderes Argument benutzt. Deutschland brauche seine Ostgebiete nicht mehr, da weitere 6 oder 7 Millionen Deutsche im nächsten Jahr umkommen würden. Aber noch einmal zu Friedmann. Der bescheinigt in seinem Buch der BRD, zitiere, weder ein Interesse noch die Möglichkeit zu haben, den polnischen Block herauszufordern. Deutschland hat, wie der Autor es formuliert, sein politisches Selbstbewusstsein verloren. Der Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit, Jaroslaw Kaczynski, eine Partei verfügt immerhin über die absolute Mehrheit im Sejm, ließ kürzlich schon wissen, dass es in der BRD Probleme mit der Demokratie gäbe. Er verfüge über sichere Hinweise, dass die dortige Demokratie faktisch bereits liquidiert wurde. Die Arbeit des Deutschen Bundestages werde heute so reguliert, dass er Kaczynski, falls Ähnliches in Polen geschehe, das als Versuch betrachten würde, eine Diktatur zu errichten. Die neue Regierung in Warschau hält die Zusammenarbeit mit Berlin und Paris, das sogenannte Weimarer Dreieck, für erschöpft, wie Außenminister Witold Waschikowski der Tageszeitung Gazeta Wyborcza sagte. Und passt es nicht genau in diese Weltsicht, wenn der alte polnische Plan aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg einer polnisch-slawischen Allianz im Osten Europas mit dem Namen Międzymorze, Zwischenmeer, Intermarium, das von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer unter polnischer Oberhoheit stehen und quasi als Riegel zwischen Deutschland und Russland dienen soll, angesichts der aktuellen politischen Spannung auch in der polnischen Öffentlichkeit wieder stark an Befürwortern gewinnt. Merkel und Hollande haben den ersten Vorstoß der USA, den Putsch in der Ukraine, als Anlass für einen zunächst begrenzten Krieg gegen Russland zu nehmen, abgewehrt. Sie wollten keinen Krieg, weil er ihre Macht und die Balance der Kräfte in Westeuropa zerstören würde. Der Hass, der Merkel jenseits vom Atlantik und östlich der Oder dafür entgegenschlug, war unüberhörbar. Könnte es nicht sein, dass die nach dem US-Ukraine-Desaster einsetzenden Asylanteninvasion ein Mittel zur Schaffung von Anarchie, zur Destabilisierung ist? Es ist schon auffällig, dass insbesondere Deutschland, Frankreich und Italien sowie das orthodoxe Griechenland am stärksten davon betroffen sind, Ländern, denen an guten Beziehungen zu Russland gelegen ist. Merkel und die Berliner Führung haben den Krieg gegen die Ukraine zwar bislang abgewehrt, nicht aber die von den USA initiierte Invasorenbewegung, wo sie sich als trojanisches Pferd erwiesen haben. Während Flinten-Uschi von der Leyen die Bundeswehrkampftruppen um 7000 Mann erhöhen will und den USA als Kanonenfutter weit von der Heimat entfernt zur Verfügung stellt, werden die Fußkranken zu den Begrüßungskomitees abkommandiert, wird das deutsche Volk schutz- und wehrlos von einer Invasionswelle überrollt. Diesem verheerenden Beispiel wollen andere Länder nicht folgen. So hat Warschau ein leichtes Spiel. Merkels Politik, dass wir schaffen das, hat einen tiefen Riss zwischen der BRD und allen seinen Nachbarn entstehen lassen. Der Länder wie Tschechien, die Slowakei und selbst Ungarn, ganz zu schweigen von den baltischen Staaten, in die Arme Warschaus treibt.
Warschau profiliert sich mit seinem radikalen antideutschen Kurs in Osteuropa quasi als Führungsmacht und bekommt damit den Fuß in die Tür für sein ehrgeiziges Projekt, das Intermarium. Zugleich können die polnischen Kräfte, die den Konflikt suchen, eine Annäherung Deutschlands an Russland unmöglich machen. Ganz im Sinne von George Friedman und angloamerikanischen Plutokraten. Europa steht wieder einmal an der Schwelle eines Krieges und die Struttenzieher meinen, als auserwähltes Volk weit vom Schusse sein. Es liegt an uns, dem deutschen Volk, ob der Ruf Amis raus aus Deutschland unsere Heimat aus dem Vasallenstatus befreit und Europa den Frieden rettet. Margit Thatcher hat 89 Helmut Kohl heftig attackiert. Sie sagte, zweimal haben wir euch besiegt, nun seid ihr wieder da. Nein, nicht Kohl und Merkel. Das deutsche Volk muss sein Schicksal in die eigene Hand nehmen, denn es geht um sein oder nicht sein, wie es Shakespeare formulierte. Wie brisant die Lage in Europa inzwischen ist, verdeutlichen die Worte von General Curtis Scaparotti, der am 5. Mai 2016 sein Amt als neuer NATO-Befehlshaber in Europa antrat. Bei der Antrittszeremonie in Brüssel rief er die NATO-Mitglieder auf, stets dazu bereit zu sein, schon am Abend Krieg gegen Russland zu führen. Und Krieg mit Russland, das bedeutet die Umsetzung der Worte von Lech Walesa, Deutschland von der Landkarte zu löschen. Es geht um nichts weniger als um Leben und Tod von ganz Deutschland, von der Maas bis an die Memel, von der Südtiroler Elch bis an den Belt. Mit Goethes Faust gesprochen, der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns Taten sehen, damit der Eckstein der kleindeutschen Vereinigung von 1990 zum Grabstein für das Weltmachtstreben der USA wird. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.